So, mal gucken, ob wir die Federspeicherbremse gelöst bekommen. Ja, klingt schon mal gut. Letztes Mal, als wir nämlich los wollten, da war das Ventil, also dieser Hebel, mit dem man die Bremse löst, der war fest. Also da gibt es so einen kleinen Sicherheitsmechanismus, den muss man nach oben schieben, um den zu entriegeln. Und dann kann man den Hebel, also das Ventil, nach vorne legen und dann wird die Bremse freigegeben. Und das war einfach festgerostet. Da mussten wir das ganze Ventil ausbauen und das alles wieder gängig machen und sowas. Und ja, jetzt ein bisschen hakelig ist es noch, aber wir haben das jetzt alles sauber gemacht und drücken da jetzt regelmäßig ein bisschen Fett rein und jetzt funktioniert das eigentlich wieder ganz gut. Hier auf so einem kleinen Parkplatz und wollen jetzt einen Spaziergang zu Wasserfällen machen. Die sollen nämlich ganz schön sein und die gucken wir uns an. So ein bisschen trüb hier gerade, aber ich denke mal, das liegt daran, weil es hat richtig stark geregnet jetzt die letzte Nacht und das werden so ein paar Sedimente sein, die halt aus dem Gestein gelöst sind, weil die Bilder, die ich bisher gesehen habe, da war das hier alles mega klar und sowas. Also schön ist es natürlich trotzdem. Ja, wir mussten dann gestern Abend den Platz noch verlassen, weil die Wellen sind doch noch ein bisschen dicht gekommen. Also irgendwie um 9 sind wir dann weggefahren von da unten, weil die Wellen haben unsere Räder schon umspült und laut Wellenvorhersage sollte um 23 Uhr halt erst Höhepunkt der Wellen sein. Und jetzt sind wir halt die Straße einfach ein Stück raufgefahren und haben uns dahin gestellt, so am Straßenrand. Also ist nicht befahren, die Straße. Aber jetzt gucken wir trotzdem mal, dass wir einen anderen Platz finden, vor dem wir vor Wellen geschützt sind.
Hier haben wir jetzt unseren sicheren Hafen gefunden und sind weit genug weg vom Wasser, um abzuwarten, bis halt diese Regenfront durchgezogen ist und wir endlich wieder klettern können. Ja, nach ein paar Tagen Regen geht es jetzt weiter. Also wir wollen jetzt erstmal zu einer Kletterwand, die hier ganz in der Nähe ist. Das sind, glaube ich, nur 5 Kilometer. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob das jetzt geht oder ob das alles zu nass ist, weil das hat hier echt Rinnsale geregnet. Und danach wollen wir weiter in die Berge. Also so, ich glaube, es sind fast 1600 Meter, auf die wir dann hochfahren können. Und von da wollen wir dann wandern. Und dann müsste höchstwahrscheinlich auch Schnee liegen. Hier sind jetzt überall geschraubte Routen, also sieht ziemlich cool eigentlich aus. Auch recht hoch, also ich glaube bis zu 30 Meter sind die höchsten Routen. Aber es ist alles total nass. Ja, die ersten Meter in der Wand, die gehen eigentlich sogar noch, aber nachher hier oben ist das alles total nass. Also das macht halt keinen Sinn. Also ich denke mal, wir werden jetzt ein bisschen weiter in die Berge, also auf diese 1600 Meter Höhe. Und morgen soll halt richtig Sonnenschein sein und vielleicht können wir dann morgen wandern. Und falls das nicht geht, kommen wir wieder hier runter und können morgen klettern. Vielleicht hat die Sonne dann morgen halt die Wand getrocknet. Hier gibt es sogar Leitpfosten, damit man den Weg findet. Das ist jetzt hier der Ausgangspunkt für unsere Wanderung. Wir wollen auf den höchsten Berg von Peloponnes. Und zwar ist das im Taygetos-Gebirge der Berg Prophetes Elias, glaube ich. Und der ist über 2400 Meter hoch und da wollen wir halt hoch. Also hier ist jetzt auch schon recht kühl. Wir sind jetzt auf 1600 Meter. Also ich muss mir auch gleich meine Jacke anziehen. Und wir haben auch schon Schnee gesehen. Also man sieht halt, die Bergspitze ist ordentlich in Schnee gehüllt. Und wir haben auf dem Weg hierher jemanden von der Forst getroffen. Haben kurz erzählt und er meinte halt auch, also wir brauchen auf jeden Fall Equipment, wenn wir darauf wollen. Und ja, müssen wir mal schauen. Also sah ganz interessant aus. Hier ist jetzt auch so ein kleiner Wandererparkplatz, von dem man starten kann und es gibt halt so zwei Routen. Die meisten nehmen wohl auch die Route von der Seite von Sparta aus und die ist ein Tick kürzer, die dauert wohl irgendwie so 2-3 Stunden und wir haben uns jetzt halt die längere Route so über diesen Bergkamm rausgesucht. Wir haben darüber auch noch nicht viele Informationen gefunden, wie das ist im Winter. Also die einzigen Informationen, die wir darüber gefunden haben, waren halt Sommertouren. Und in so ein paar englischsprachigen Blogs haben wir halt gefunden, dass es da mal Leute auch gab, die im Winter das versucht haben. Einige mussten halt abbrechen wegen Lawinengefahr. Und nur eine Tour haben wir gefunden, die sind aber von der Sparta-Seite halt aufgestiegen und auch richtig in Seilschaft stellenweise gegangen. Also wir werden auf jeden Fall halt Equipment mitnehmen und müssen dann mal gucken, wie weit wir uns trauen. Also so viel Erfahrung haben wir ja auch noch nicht, aber wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wir sind wenigstens mal wieder wandern. Ja, wir haben sogar eine Dusche gefunden.
Ja, probierst du die denn heute Abend aus? Ist bestimmt warm, das Wasser. Ist okay. Ich habe gerade gesehen, als ich aus dem Fenster geguckt habe, wir haben schon wieder eine Lampe verloren. Es ist jetzt morgens kurz nach 6 und wir sind gerade aufgestanden, machen uns jetzt fertig. Weil wir immer so langsam sind, wollten wir ein bisschen früher aufstehen, dass wir dann spätestens um 7:30 nachher los können, damit wir halt das volle Tageslicht für unsere Wanderung ausnutzen können. Und wie man sieht, ist noch voll dunkel draußen. Es hat jetzt alles mal wieder länger gedauert als gedacht. Eigentlich wollten wir gestern Abend die Sachen schon zusammenpacken, aber wir mussten den Rucksack noch reparieren. Deshalb haben wir das dann erst heute Morgen gemacht und jetzt ist es kurz nach 8, aber jetzt gehen wir los. Wir haben auch noch das ganze Equipment zum Klettern eingepackt, also Steigeisen, Eispickel haben wir dabei und auch das Seil und die Gurte, weil wir, wenn wir wandern waren, schon öfter mal die Situation hatten, dass uns das geholfen hätte. Und deshalb haben wir das alles eingepackt und jetzt starten wir. Ja, wir werden jetzt umdrehen, weil wir sind doch langsamer unterwegs, als wir dachten. Weil wir sind ja um 8:30 sind wir los und jetzt ist es kurz vor 3, also wir sind schon über 6 Stunden unterwegs und wir wollen ja ganz gerne, bevor es dunkel wird, wieder zurück sein. Und deshalb drehen wir jetzt halt um. Also wir schaffen weniger als 1 Kilometer in der Stunde, weil das ist relativ anstrengend, weil man muss halt wirklich so seitlich zum Hang, der ist halt vollgeschneit und immer mit den Steigeisen in den Schnee treten und mit Eispickel so seitlich lang klettern, und das dauert halt alles ganz schön lange. Und ja, wir haben halt ein bisschen Schiss, dass wir dann in die Dunkelheit kommen und deswegen werden wir halt umdrehen. Und wir verstehen jetzt auch, warum die meisten halt von Sparta aus losgehen und nicht von unserer Seite, weil ich glaube, Sparta sind der einfache Weg irgendwie 3 oder 4 Kilometer. Also die Hütte und dann auf dem Berg sind 3 oder 4 Kilometer und bei uns sind das halt irgendwie 6-7 Kilometer unser Weg. Mag im Sommer alles gehen, da kommt man wohl in der Tagestour rum, aber jetzt ist gerade ein bisschen viel. Also der Schnee geht sich eigentlich verhältnismäßig gut, muss man sagen. Also der ist schön fest, kann man gut treten, aber wir sind halt einfach zu langsam. Und Rückweg, bist du zufrieden? Ja, wird auch anstrengend. Also ist ja nicht leichter der Rückweg. Nee. Ich bin auch schon ein bisschen kaputt. Der Lockdown hat uns auch geschwächt. Die ja. Kondition ist dahin. Auf jeden Fall, so 5 Wochen nichts tun ist schon ja. Sehr anstrengend. Mecker, mecker, mecker. Ja, wir sind jetzt zurückgekommen und hier ist jetzt richtig viel los. Hier ist der griechische Wander- und Bergsportverein und die planen für morgen eine Tour. Ganz interessant. Und wir haben mit dem ich erzählt
haben wir festgestellt, wir sind den falschen Weg gegangen. Wir sind ja den normalen Wanderweg gegangen und das ist im Winter wohl fast nicht möglich, weil der führt halt so am Hang lang und ist halt zugeschneit und die gehen halt direkt über den Bergkamm. Also wir standen hier komplett alleine, als wir los sind und jetzt ist hier richtig was los. Aber auch total nett. Also die haben uns gleich zum Essen eingeladen und also ist ziemlich cool. Und auch morgen die Tour nochmal mitmachen, weil ich habe halt gesagt, dass wir nicht hochgekommen sind und dann, ja, kommt mir nicht, weil dann die Schuhe sind, aber unsere Schuhe sind halt nass, weil die sind schon kaputt durch dieses Steigeisentragen, sind die Schuhe schon gebrochen. Ja, kein Problem, das kriegen wir hin, wir finden noch was und super nett, aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen kaputt, da morgen hochzugehen. Die wollen morgen früh um 7 wollen sie starten.